Jo, wunderschönen guten Abend. 18 Uhr, eigentlich ja noch 17 Uhr. Weiß nicht, wie euch das immer geht mit der Zeitumstellung. Für meine Begriffe könnte man sich das irgendwann echt mal schenken, aber da bin ich nicht maßgeblich. Und ja, falls sich der ein oder andere wundert, der Bart ist mal abgekommen, kommt aber wieder ran. Wirkt halt direkt ein bisschen jünger. Wobei hier kommt das Grau schon wieder nach. Da vor allen Dingen. Verdammt. Was soll's? Jawohl. Also, machen wir das Wichtigste gleich vorneweg. Das, was ihr alle wissen wollt. Mein Kissen ist gekommen. Nee, Spaß. Das ist natürlich nicht das Wichtigste, aber endlich ist es da. Tim, vielen Dank an der Stelle. Der hat das letzte Mal mitbekommen und hat mir direkt eins rausschicken lassen, dass ich meins weggegeben hatte. Insofern, ja, die Winterzeit ist halt echt ehrlich. Also ich weiß nicht, wer von euch vielleicht sogar auch Kinder hat oder so, ne? Kleine Kinder. Das Problem ist halt wirklich, die umzugewöhnen wieder auf die neue Zeit, kannst du total vergessen. Das macht keinen Spaß. Und bei uns ging das diesmal ganz gut, aber ey, brauche ich echt nicht. Also was soll der Scheiß? Das wurde ja mal, weiß nicht, ob sie alle wissen, aber das wurde ja mal eingeführt, um Energie zu sparen. Ne? Weil man dann weniger heizen würde, und weniger Licht anmachen würde. Das war der Hauptgrund. Und dann hat man aber gemerkt, bringt überhaupt nichts. Also Energieverbrauch ist gleich geblieben. Was ein Wunder, ja. Aber ja, insofern hat sich das leider erledigt. So, kommen wir mal zu dem Thema, wo einige das auch schon nicht abwarten können, was mit den Versandterminen ist. Wir waren ja eigentlich beim letzten Mal, da waren wir vorsichtig optimistisch. Ich selber habe ja auch gesagt, hey, wir haben das höchstwahrscheinlich Ende März, Anfang April, haben wir das ganze Thema erledigt und müssen diese Updates hier gar nicht mehr machen. Das hat sich leider korrekt herausgestellt, dass wir vorsichtig optimistisch waren. Wir haben in der Schäumerei mehrere Corona-Fälle. Das heißt, die Schäumerei, dort werden die Polsterschäume gemacht. Und die haben im Moment, naja, so knappe 25% Leistung im Moment noch. Ja? Und da werden ja nicht nur unsere gefertigt, also die von Beckforth, sondern auch die Interstuhlschäume. Das heißt, da haben wir im Moment so ein bisschen ein Problem, weil halt keiner arbeiten kann, alle krank und alle weg. Aber ich erzähle euch mal genau für jede Farbe wirklich, was jetzt versendet ist. Habe ich mir extra selber vorhin geschickt. Ja, ist auf meinem Handy drauf. Also, was per heute alles versendet ist, ist grau bis zum 17. März. Eine einzige Bestellung ist davor noch, die ist älter. Ich kann nicht genau sagen, warum die jetzt noch offen war. Die ist ein bisschen älter gewesen. Aber alle grauen OnePlus bis zum 17.03. sind alle versandt. Alle roten sind bis 15.03. versandt. Das gleiche gilt für Orange. Ja, alle bis zum 15.03. Orange und Rot sind versendet. Alle blauen bis zum 10.03. und grün und gelb sind alle versendet. Könnte sogar ein Pro-Tipp sein wieder, dass die gegebenenfalls sogar auf Lager sind. Das weiß ich jetzt allerdings aktuell nicht. Aber grün und gelb sind alle verstellt. Genau. Ja, also das ist doch gar nicht so schlecht. 20.03., weil dann bist du bald dran. Ne? Also diese Daten heißen nicht, dass jetzt nichts mehr kommt. Wir fertigen ja jeden Tag weiter. Das heißt, wenn du am 20.03. bestellt hast und wir sind jetzt gerade alles versendet bis zum 17.03., ne? Und dann hast du 18., 19. und dann bist du schon dran. Also es dauert maximal noch, also ich würde mal behaupten, das wird irgendwann nächste Woche versendet werden. Insofern, ja. Ja, 10 Meter Feldweg. Bei Trimax Event, genau, wir sind da aber hauptsächlich wegen Amar und alles oder nix. Aber Trimax ist natürlich auch cool. Aber ja, bei 210.000 Zuschauern war der Wahnsinn. Also habe ich selber nicht erwartet.
So, aber letzte Edition noch. Paluten ist auch alles raus. Die einzigen, die noch schlimmer sind als alles andere, ist aktuell Big. Ja, weil der ist halt auch geil, der Big. Hier die Frage auch mit dem Gummi hinten dran, ne? Hat sich hiermit jetzt gerade erledigt. Haben wir aber auch nochmal in den Text reingeschrieben. Big ist alles versendet, was bis 25.02. bestellt wurde. Alles danach dauert leider noch, weil wir da im Moment immer noch nicht verfügbar sind. So, für deine Firma 150 Stück, davon wüsste ich doch. So, aber 10 Meter Feldweg hatten wir. Hier war noch die Frage, ob man eine Versandbestätigung bekommt. Also, wenn du die Rechnung bekommst, ist das gleichzeitig Versandbestätigung. Eine Tracking-Nummer gibt es in der Form nicht, weil das kein normales Paket ist. Ja, das ist Plusgröße und da wird nichts getrackt. Aber ja. Mega-Smiley, wenn du heute einen grauen OnePlus bestellst, frühestens Mitte April. Ne, die Aussage, also da gilt das, was auf der Webseite steht. Habe ja gerade gesagt, was alles jetzt versendet ist, das ist grau bis 17.3. und alles, was danach kommt, wird halt nach und nach abgearbeitet. Mr. Hype Knight, ich bin 2 Meter 1. Damit dürfte 1,95 oder 1,98 geklärt sein. 1,97, was war es? 1,97. Genau. Jeff, bei dir würde eigentlich der One reichen, 1,73 Körpergröße, vollkommen in Ordnung. Jungs, weil viele die gleiche Frage stellen: Wann kann man mit dem Stuhl rechnen, wenn ich am bestellt habe? Das kann ich euch nicht sagen. Das ist wirklich meine ganz ehrliche Antwort. Wir können es euch nicht sagen. Haben, wie gesagt, die komplette Schäumerei ist fast wegen Corona zu, weil wir da mehrere Krankheitsfälle hätten. Den Kollegen geht es allerdings gut. Und wir sind da gerade auf Minimalbetrieb, um überhaupt irgendwas zu fertigen. Ja, wir versuchen das schnellstmöglichst wieder aufzuholen und es geht halt jeden Tag was raus. Ne, wenn ihr die genauen Daten nicht mitbekommen habt, die habe ich ganz am Anfang gesagt, dann bitte einfach nochmal zurückspulen und da reingucken. Das Video wird dann nachher ja auch wieder hochgeladen. Da könnt ihr das dann sehen. Aber ich kann euch wirklich nicht pauschal sagen, weil das ist Glaskugel. Ich kann nicht sagen, ob wieder alle gesund sind und ob Corona uns dann in Ruhe lässt oder ob in der Näherei dann auf einmal jemand Corona bekommt. Ne? Oh, sitze ich so schief heute? Sag mal, ich sehe das gerade. Ja, ich habe aber auch die Kamera ein bisschen schief gestellt. Deswegen, ich hänge hier so leicht auf dem linken Arm. Also, das ist halt unheimlich schwer einzuschätzen. Jetzt lasst mal die Näherei platt gehen oder die Kollegen von der Endfertigung. Das kann man nicht nett abschätzen. Für den Jonas kann ich sagen, 18.3. bestellt. Ich habe gerade gesagt, bis zum 17.3. ist alles versendet. Das heißt, du bist einer der Nächsten. Insofern, ich würde mal sagen, in den nächsten Tagen ist versandt, beziehungsweise sobald die nächsten grauen Backforce OnePlus vom Band rollen. Genau. Den One zum OnePlus. British Racing Green, bla bla. Machen wir erstmal. Warum der in einen Papierkarton kommt? Naja, weil Gewicht halt auch so eine Sache ist. Ne? Also der Stuhl ist ja selber schon sehr schwer. Wir haben hier ein recht hohes Gewicht und noch mehr Gewicht, dann würde uns das gar keiner mehr versenden. Das ist der ganz einfache Grund. Holzbox wäre halt teuer, ne? Und finde ich auch nicht wirklich nachhaltig. So komplettes Holz, so einen kompletten Holzkarton. Ist natürlich hochwertig, klar, bin ich voll bei dir, aber wir haben den Papierkarton, den Pappkarton ja auch wirklich so gestaltet, dass man den halt auch noch zum Aufbau nutzen kann. Ne? Insofern ist das ganz cool. Smokey, melde dich im Support, wenn der Knarz quietscht. Soll er natürlich nicht, aber zieh nochmal die Schrauben nach, die du da festgemacht hast. Paul Friedrich, ja, wir planen neue Stühle. Das wird aber nichts vor 2022. Ne? Insofern, Spitze. Potentos,
Geiler Name. Ja, aber du bist ja dann wirklich demnächst dran. Beim Roten war es ja 15.3., bis wohin wir versendet haben. Das heißt, es ist nicht mehr lange. Bis 18.3. kommt ja dann. Dann schon auf der Sitzerhöhung auf. Ihr dürft überhaupt nicht auf die Sitzerhöhung kommen. Das muss man immer mal wieder sagen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das immer wieder gefragt wird. Das Problem ist leider auch, dass da einige Tester nicht gute Arbeit geleistet haben. Das muss man auch sagen. Die sind ja, da kommt wieder der Tester in mir durch. Ne? Viele kennen mich ja vielleicht noch von Case King TV oder von Mod My Machine. Und wir haben ja nie richtig getestet. Aber ich habe früher auch für Technik 3D zum Beispiel Artikel geschrieben. Ja, man findet von mir Reviews von Gehäusen und so weiter. So, und wenn dir der Hersteller was sagt, ja, dann musst du auch zuhören oder du musst dich informieren. Nochmal, ich zeig's mal. Ich rutsche nochmal zurück. Oh. Auf dieser Erhöhung hier, ja, sollt ihr euch nicht draufsetzen. Ihr sollt euch davor setzen. Das ist, im Grunde genommen ist diese Erhöhung, die gibt es nur beim One, ist dafür da, damit dein Steißbein, also deine Hüfte, dass die nicht abklappt. Die soll gestützt werden dadurch. Das heißt, du setzt dich genau davor und nicht rauf. Ganz wichtig. Und damit ist das schön. Da kann ich auch gleich nochmal den Unterschied One Plus. Ich sitze hier auf dem One, der reicht mir vollkommen. Der One Plus hat zusätzlich eine Lordose, die ist in Höhe und Tiefe verstellbar. 5D-Armlehnen, 65 mm Rollen statt 50 mm Rollen. Die Armlehnen sind weiter wegklappbar und die Armlehnen sind gepolstert. Aber die Armlehnen kann man nachrüsten. Ich habe hier die Polsterung drauf. Ja, dadurch ist das ein bisschen höher. Und die gibt es halt noch als 5D-Variante. Ich habe hier aber nur die 2D. Die reicht mir. Ja, insofern, ich brauche hier kein 5D. So, mal weiter gucken, was hatten wir denn noch für Fragen? Und dann erzähle ich euch auch gleich noch ein paar News. Zu Neuheiten immer die Presse. Furchtbar, sehr Lego, Alter. Die Presse versucht hier hinten rum irgendwelche News zu bekommen. Sauerei. Ich schreibe es dir doch, sobald es was gibt. Gelbe OnePlus, Patrick, könnte sein, dass die ab Lager verfügbar sind. Bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber wir haben keinen Rückstand bei gelben OnePlus, auch nicht bei grün. Gelb und grün haben wir keine verfügbar. Du, die Holzbox, ich verstehe es. Das ist einfach nur wirklich sehr, sehr schick. So, das will ich auch kurz sehen. Ja, Frederik, sehr lustig. Vielleicht gehst noch mal in dich, sonst war es das hier. Kali Kiku, wer bist du denn? Schön, dich mal wieder zu sehen. Ey, vielleicht sogar mein Bruder. Ich habe meinem Bruder gerade den Link geschickt, der kannte das hier noch nicht. So, wenn man sich davor setzt. Wenn man ganz hinten gelehnt ist, nicht den Rücken ganz an das Rückenteil. Doch, Paul, solltest du. Also, wenn du dich davor setzt und so leicht hinten diese Erhöhung spürst, die sollst du im Grunde genommen genau hinten am Po. Und dann hin. Also bei mir perfekt. Und das sollte eigentlich auch bei dir sein. Aber sonst dann lieber den OnePlus für dich. Weil der OnePlus, oh, vergessen, der hat ja noch eine Sitztiefenverstellung. Und eine Sitzneigeverstellung. Da habe ich wieder Features unterschlagen vom OnePlus hier. Da kannst du es dann natürlich besser einstellen. Mir selber reicht der One perfekt. Ich brauche den OnePlus nicht. Aber, das sei gesagt, morgen bin ich bei Big im Teamhaus. Die sitzen hier bei mir um die Ecke, hatte ich schon mal erzählt. Und da drehe ich das Video zum Aufbau des OnePlus. Ja, und ich habe ihnen auch versprochen, dass ich. Dafür, dass ich ihre Räume nutzen darf, baue ich ihnen die restlichen drei Stühle noch auf, die sie noch rumstehen haben. Aber ja, das kann ich mal machen. Ja, Luca, das ist nur so ein Gag. Ich kann dir auch anstellen, wenn du willst, den Stromkasten. Oder wenn du eine andere Farbe da haben willst, dann sagst du Bescheid, ne? Dann können wir alles umstellen. Ja,
Jeff, geht natürlich, aber wird schwierig. Wir passen da auch gerade an, weil Rückversand ist natürlich Pain in the Ass, kostentechnisch. Ne? Und das macht dir auch keinen Spaß dann. Also ich wäre lieber schon sicher. Guck mal in unsere FAQ, wo du den testen kannst. Ja, in all den Locations, die da stehen, kann man aktuell testen. Wir sind jetzt auch gerade dabei, mit jemandem in Düsseldorf noch was auszumachen, dass man dort auch testen kann. Und da kommen noch so ein paar andere Sachen, wo man das machen kann. Ah, cool, Kiku. Sehr schön. Freut mich, dass du die gerne siehst. Da habe ich auch noch. Das ist aber nur am Rande. Warte mal. Muss mal in meinen Schrank hier gucken. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Also, das hat jetzt nichts mit Stühlen zu tun, ne? Aber ich bereite ja auch gerade meine eigenen Streams vor. Und da werden unter anderem die hier noch geöffnet. Und eine große habe ich noch. Also die drei hier und hier. Zack. Noch eine Größe. Die werden demnächst bei mir im Dings im Stream geöffnet. Aber dann auf dem privaten Kanal, ne? Aber das mache ich noch. Gleich kommen auch noch mehr Infos dazu. Das Thema Reinigungsmittel, ja. Potentus, da kommt ein Reinigungsset von uns. Ich warte wirklich jeden Tag drauf und tut mir auch leid, dass es immer noch nicht da ist. Das soll natürlich gebrandet sein und soll alles beinhalten, dass du wirklich alles damit sauber machen kannst und so weiter. Und das kommt. Dabei habe ich bei den Rollen die Ringe abnehmen können, weil die eignen sich super als Flaschenträger. Echt? Als Flaschenträger habe ich noch nicht gehört. Er ist ja Knaller. Da wirst du sicherlich nicht nur dafür gekauft haben, aber es ist eine gute Verwendung dafür. Genau. Ja, ist ein Link zum Reinigungsshop aktuell, genau. Veraltet? Der Link ist veraltet? Eigentlich nicht. Samu, das kann ich dir nicht sagen, ob das ein Problem ist. Wenn du dir jemanden mitgegeben hast ohne Kontrolle, also will ich jetzt keine Angst machen. Wenn es ein Interstuhlfahrer war, dann ist es kein Problem. Wenn es ein offizieller Interstuhlmann war, dann haben wir es. Wenn das irgendjemand war, dem du einen Stuhl mitgegeben hast, dann weiß ich nicht. Dann schreib nochmal eine Mail bitte an den Service und frag, ob das vorhanden ist. Aber ja, also hoffe, du hast dir das irgendwie. Also, wenn es ein Interstuhlfahrer war, mach dir keine Sorgen, dann passt das alles. A-Town, Schweiz, schon tausendmal beantwortet. Wir hängen mit den Finanzbehörden. Wir wollen in die Schweiz liefern, aber wir brauchen das Go von den Finanzbehörden. Wenn du einen bestimmten Umsatz in einem anderen Land erzielst, und das gilt für die gesamte EU, musst du dich bei den dortigen Finanzbehörden anmelden. Und bis dieser Prozess abgeschlossen ist, kannst du dort nicht verkaufen, es sei denn, du verkaufst unter diesem Wert. Ja? Oder du bist nicht ganz ehrlich und hinterziehst Steuern. Dazu gehören wir allerdings nicht. Also insofern dauert das. Es wird aber keine Reseller geben. Wir können den Preis sonst nicht bieten. Den Preis kriegen wir nicht mit Resellern hin. Reseller wollen auch was verdienen, ganz klar. Und dann kriegst du den Preis halt eben nicht für den Preis, den wir jetzt anbieten. Den können wir nur leisten in der Qualität, weil wir Direktvertrieb machen. Punkt. So, die Befestigung, ja, die Befestigung der Losenstütze habe ich schon mehrfach gehört. Ist schwierig. Heute haben wir ein paar Spaßvögel hier am Start, oder? Moritz und Philipp, könnt ihr ja nochmal ein Auge drauf haben. Hey, Johannes, Alter. Cheers. Der private Kanal ist Mod My Machine. Kann sicherlich gerade gleich jemand posten. Moritz oder Philipp, die haben den garantiert zur Hand. Genau. Reinigung kommt man auf eine andere Seite. Ja, der andere Shop, Carlsson. Also der andere Shop, das ist tatsächlich der, über den das läuft. Das war bloß ein gebrandeter Shop. Wenn du da auf einen Reinigungsmittelshop kommst, das ist das, was wir offiziell empfehlen. Genau.
Jeff, wir hatten letzten. Nee, wir hinterziehen gerne Steuern. Das war ja genau meine Aussage, Captain. Ah. Heute sind die Trolle unterwegs. Vielleicht vom Trimax-Stream. Kommen jetzt die ganzen Spaßvögel hier rüber. Ja, ey, was für eine Frage vom Captain, ey. Ja, aber gut, ey, als Captain darf man sowas fragen. Jeff, mit dem Plus machst du nichts falsch. Ja, und wenn du da wirklich ein bisschen in die Zukunft investieren willst, um gut zu sitzen, dann machst du da keinen Fehler. So, der zweite Hinweis ist, beziehungsweise zweite News, wir haben unser Fotoshooting ist organisiert. Das wird also demnächst stattfinden. Das erste Model hat schon zugesagt. Wir warten jetzt auf das zweite Model, weil die Fotos mache ich nicht selber. Dürfen hübsche Menschen ran. Und da kommt dann demnächst der ganze Merch rein. Ne? Also hier, was ich zum Beispiel anhabe. Ne? Rücken, falls den kennen sicherlich einige. Zack. Also sowas. Ne? Ach, Jeff, guter Hinweis noch, Jeff Paul. Wir haben häufiger auch Leute, die den One kaufen und gerne die 5D-Armlehnen hätten. Wir arbeiten gerade daran, das zu optimieren, dass man wirklich bei allen Stühlen dann auch auswählen kann, welche Armlehne man bekommt. Das Problem ist aber, dass wir das so aktuell noch nicht logistisch leisten können, weil wir würden, wenn wir jetzt, also ich sag mal, wenn wir den One mit der 5D-Armlehne anbieten, verdoppeln wir die Lagerhaltung, weil wir müssten alle Stühle wieder lagern. Wir arbeiten gerade daran, die Verpackung zu ändern, aber wir sind in den Maximalmaßen. Dann wirklich die absoluten Maximalmaße, die wir versenden können. Das heißt, wir können da nichts irgendwo noch außen ran machen oder so. So, und die Idee ist, den Karton innen drin so zu verändern, dass man die Armlehnen zum Schluss dazu packt. Und dann könnten wir das mit und ohne anbieten oder mit 2D oder 5D, ja, oder ganz ohne. Vielleicht will das ja auch jemand, wird es ein bisschen günstiger. Aber es gibt viele, die kaufen sich den One und hätten gerne die 5D-Armlehne. Geh am besten mal bei uns in den Discord und frag nach. Vielleicht findest du ja jemanden, der sagt, hey, ich hätte gerne die 5D, schick du mir die zu, ich schick dir die 2D zu und gebe dir noch einen Zehner oben drauf oder 20 Euro. Was auch immer, ne? Und dann tauscht die einfach. Ist vielleicht eine gute Idee an der Stelle. Aber dann hast du halt die Polsterung wieder nicht. Ist halt auch die Frage. Oder er muss dir die Polsterung kaufen und kriegt dafür die 5D-Armlehnen. Das ist ja eine Idee. Er muss die Polsterung dazu kaufen, gibt dir die 2D-Armlehnen und du schickst ihm die gepolsterten 5D-Armlehnen. Ja, also das wäre noch eine Option. Genau. Danke, Moritz. Genau, das ist der Link. Für die Beckenunterstützung wie der normale One. Hans-Achim, das liegt daran, dass der ja diese Sitztiefenverstellung hat. Und wenn du jetzt mit der Sitztiefe nach vorne gehen würdest und hättest diese Wölbung da noch und da sollst du ja nicht drauf sitzen, dann ist das ja ungünstig. Ne? Da kannst du ja diese Sitztiefenverstellung funktioniert da nicht. Deswegen fehlt die einfach. Abgewandelt, wir haben mit dem Suezkanal nichts zu tun. Was sollen wir mit dem Suezkanal? Wir stellen in Deutschland her. Am Samstag kommt wieder ein Video hoch, da sieht man wieder, wo wir herstellen. Aber sonst kann bitte einer nochmal das Video von gamingstuhl.de schicken. Wir stellen in Deutschland her, nirgendwo anders. Ja? Es gibt Kleinteile, die kommen aus China, ne? Die LED-Brosche beispielsweise, ne? Und die Rollen und so eine Sachen. Aber wir produzieren in Deutschland. Und wir sind vom Suezkanal definitiv nicht betroffen. Das sind fast alle anderen. Aber ja. Dr. Speed, vielen Dank, das freut den Support, weil die mussten auch viel einstecken in der letzten Zeit. Ja, vielen Dank auch, Markus. Tut mir leid, dass du da Probleme hattest, aber wir versuchen halt wirklich auch alles so zu machen, dass ihr dann wirklich super sitzen könnt am Ende. Wow, hier ist ja Wahnsinn für den Support, was hier kommt, ne? Ja, die Spedition, das ist noch so ein bisschen schwierig, da versuchen wir auch was Besseres zu machen, aber ist halt alles schwer, ne? Die Größe wird halt von kaum jemandem transportiert. Wir sind jetzt auch schon mit anderen noch am Quatschen, gerade wegen Europa, weil wir wollen ja Europa jetzt auch mal starten.
Und ja, Galigiku, also angeboten haben wir einen eigenen Stuhl mit eigener Farbgebung, bisher Paluten und Unge. Das beantwortet, glaube ich, deine Frage. Aber insofern, naja, der schnellste Copy-Paste des Ostens. Philipp, Moritz war vor dir. Ah, Abgewanderter, du bist versuchst ein bisschen rumzutrollen, oder? Also, ich glaube, du weißt ganz genau, dass Backforce Interstuhl ist und dass unsere Stühle genauso hochwertig sind. Aber hey, lustig. Hey Johannes, du kennst das vom Counter-Strike, ne? Auch alle anderen immer schneller. Saskia, da sagen wir keinen Termin, wann die Stoffvarianten kommen. Also ist auch nur eine aktuell. Wobei wir arbeiten noch an einer zweiten gerade. Noch eine zweite Sonderedition. Aber da geben wir keine Termine raus. Wenn sie kommen, dann sind sie da und dann gibt es eine Ankündigung, aber vorher wird es nichts. Ich sehe schon, Moritz ist top vorbereitet. Der hat alles schon nur noch zum Copy-Pasten. Ne? Optimal. Kalikiku, wir machen wirklich, hier Moritz, Philipp, den könnt ihr euch gerne mal notieren. Lasst uns mal wirklich im April, irgendwann im April, eine Umfrage machen, welche, auch eine offene Umfrage, welche Farbkombination die Leute gerne hätten. Ja, das können wir wirklich mal aufnehmen für Social Media und das dann da machen. Paul, Simon wollte keine, also Unge. Der wollte keine. Wir haben sie ihm angeboten, weil er natürlich auch eine Größe ist, ne? Und ja, das funktioniert nicht. Also er wollte nichts. Insofern, nee, leider nicht. Ich hätte es gerne gehabt, also weil ich kenne Simon ja jetzt schon länger, aber er wollte nicht. Verdammt. Ja, ich hätte das gut gefunden. Auch so schön mit dem Logo hier, mit seinem Logo und so, ne? Das wäre schon cool gewesen. Schön in diesem Mintgrün. Hätte ich gut gefunden. Also wäre eine schöne Edition gewesen vielleicht. A-Town. Nee, kannst du nicht. Du kannst wirklich nur das machen, was du auf der Webseite machen kannst. Ne, das geht bei den Patches nicht. Aber es gibt genug Patch-Hersteller. Einfach mal im Internet googeln. Also wir bieten halt bloß die Möglichkeit an, dass du es möglichst einfach machen kannst. Wir verlinken auch nur. Wir stellen die nicht selber her. Ne, aber du kannst bei solchen Patch-Herstellern, da gibt es einige, die machen das mit Bildern. Vielleicht einfach mal selber suchen. Brauchst ja nur die Größe. Und dann ist schön. Und dann passt das. Minecraft Edition. Wäre eigentlich schön, aber das hängt ja dann mehr von Microsoft ab. Ne? Also wir können halt immer nur Sondereditionen machen. Das ist vielleicht auch gut zu wissen. Wir hatten gerade einen, der hat angefragt. Ja, angefragt ist falsch formuliert. Philipp lacht sich gerade tot, höchstwahrscheinlich. Der wollte gerne eine Asus ROG Edition. So, du kannst natürlich nicht einfach irgendeine Edition machen. Ne? Das erklärt sich, glaube ich, von selber. Also Lizenzen und so weiter. Ne? Wir dürften ja auch keine Big-Edition machen, wenn wir nicht mit Big irgendwie verpartnert wären und dafür gegebenenfalls ein bisschen was bezahlen würden. Und genau dasselbe ist es bei allen anderen Editions. Ne? Die Kollegen, die mit den chinesischen Modellen die ja 1000 Editionen rausschmeißen, die geben Unsummen geradeaus für diverse Lizenzen. Also Secret Labs in dem Fall, ne? Auch kein Problem, geht hin, guckt euch an. Kommt zurück, weil ihr Qualität haben wollt. Aber die haben halt Lizenzen ohne Ende, ne? Und die nutzen sie, was die nicht alles haben, Batman und LOL und was weiß ich, LEC hatten sie auch eine Zeit lang, aber weiß nicht, was noch. Aber ja, ja, genau, die Unge Edition, die kann man sich selber so ein bisschen machen, ne? Aber wir müssen halt die Lizenzen müssen wir halt erwerben und wir sind aktuell nicht wirklich bereit, weil bei vielen Spielen, bei vielen großen Titeln werden Summen verlangt. Die müssten wir ja umlegen auf den Stuhl.
Ne? Und jetzt überleg mal selber, ist eine ganz einfache Rechnung. Hey, wir können die Rechnung an was anderem machen. Ja? Sagen wir mal, es gibt Firmen, die ihre Stühle aus China lassen, kommen lassen. So, und dann hast du da 300 Stück so circa drin in so einem Container. Ja, und 300 Stück. Und jetzt steigt der Preis für einen Container um 10.000 Dollar. Und das ist aktuell der Fall, ja, aus verschiedenen Gründen. Und das liegt noch nicht mal am Frachter vom Suezkanal. 10.000 durch 300, rechnet selber. 30 €, 33 Dollar. Wird man demnächst mehr bezahlen für diese Stühle. Wenn die das nicht kostenfrei weitergeben, was ich mir aber nicht vorstellen kann bei den Firmen. Und das ist natürlich ein Problem für die. Und das gleiche Problem hätten wir bei einer Lizenz für ein Spiel oder sonst irgendwas. Und das muss umgeschlagen werden. Mit Hanno haben wir nee, keinen Deal tatsächlich. Wir sind gut befreundet, auch mit der Agentur, also mit seiner Influencer-Agentur, Instinct 3, ist er einer der Gründer mit. Wir haben, Tom, ich komme gleich auf deine Frage. Wir haben nie eine offizielle Kooperation mit ihm gemacht. Er hat den Stuhl damals von uns beim Launch bekommen. Da haben wir ein paar Leuten einfach einen Stuhl zugeschickt, die uns Big und Schalke benannt haben. Und Hanno wurde von Big benannt. Und dann haben wir ihm den zugeschickt. Und er findet den geil, hat sich raufgesetzt und feiert ihn. Und wir sind da sehr glücklich und dankbar natürlich, weil klar, Hand of Blood. Nicht der schlechteste Influencer, der auf deinem Stuhl sitzt, logischerweise. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, tatsächlich, mit Henrik und Henning, beziehungsweise ich habe mehr mit dem einen darüber gesprochen als mit dem anderen. Aber ist nie wirklich weitergegangen. Die sind auch sehr mit dem Umzug beschäftigt gewesen und müssen sich neu einrichten und alles, ne, haben viel zu tun, hatten ja auch dann diverse große Aktionen und vielleicht ist das Ganze ein bisschen unter den Tisch gefallen. Kann da nochmal nachfragen, aber. Bislang ist da nichts. Tom, komplett schwarzer Stuhl. Ich würde ein bisschen warten, wenn du wirklich eher einen komplett schwarzen Stuhl haben willst. Ich sage jetzt keine Zeit, aber ich hoffe inständig erste Jahreshälfte. Ja? Voraus bezahlen, Kreditkarte, PayPal, Person, Klarna kommt. Wir warten wirklich nur noch auf Umsetzung. Ist genau das gleiche wie mit dem Stoffstuhl, wie mit dem kompletten Schwarzen. Das kommt alles hoffentlich noch in der ersten Jahreshälfte. Ne? Und dann kommt das. Ja, mein Musikset ab, Holger. Ich kann das mal im privaten Stream zeigen. Also ich habe hier, wenn du musikbegeistert bist, das kann ich einmal kurz zeigen. Also da unten ist noch ein Vox AC30. Da drunter ist noch ein Vox AC10 in der Brian May Edition. Ja. Also die Gitarre ist, denke ich, klar. Das ist die Brian May, die Kopie. Und eine Western-Gitarre. Spiele ich natürlich beide, klar. Musiktechnisch können wir machen. Also da oben ist klar, denke ich, ne? Cyberpunk. Da drüben haben wir Far Cry. Das hier in der Mitte ist Freddie Mercury. Wie man unschwer erkennen kann, ich bin Queen-Fan. Ja, weil das hier, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen soll. Die hier ist komplett unterschrieben. Sieht man jetzt nicht natürlich aus der Entfernung, aber die ist komplett unterschrieben. Die nicht. Das ist bloß die Rückseite von der. Habe ich einfach nochmal gekauft und selber gerahmt. Also den Rahmen habe ich so komplett selber gemacht. Dann hast du hier noch. Das hier ist eine Conga-Rassel, die vom Queen-Drummer Roger Taylor auf der Bühne zerschlagen wurde bei einem Konzert. Die habe ich gefangen, gesammelt und habe sie mitgenommen. Also da war ich selber bei dem Konzert, war von seiner Zweitband. Das war Anfang der 90er, The Cross hießen die, und da war er der Frontman. Und die ist original von Roger Taylor, genauso wie die Drumsticks hier oben. Das sind auch Originale von Roger Taylor, die habe ich von ihm dort bekommen. Big mit Autogrammen ist, denke ich, klar. Da liegen noch so ein bisschen Krimskrams, da muss ich noch einrichten. Da kommen noch Sachen hin. Schallplattenspieler ist ein Mobile Fidelity, die Studio Edition. Und Verstärker und Co. habe ich da um die Ecke noch stehen. Sieht man jetzt hier nicht. Lautsprecher, zack, ist ein Bowers und Wilkins. Steht auf der anderen Seite noch einer. Mein Suff steht da in der Ecke. Rum.
Ja, und was habe ich hier noch? Ja, da oben habe ich noch Record Awards. Aber höchstwahrscheinlich alle gefälscht. Leider. Bin ich auf die Nase gefallen damals. Ich glaube nicht, dass. Also ein einziger könnte echt sein, aber der Rest ist, denke ich, gefaked. Und dann haben wir in die Richtung weiter, hängen noch zwei Drumskins noch weiter. Da haben wir auch noch mein Lichtschwert. Und so Nerd-Scheiße halt, ne? So ganz doof. Und ich habe neu einen neuen Kühlschrank, Leute. Ich habe mir einen Kühlschrank geholt. Ich hatte keinen Bock mehr wegen Wasser. Immer nach oben zu rennen, ne? Das hier ist jetzt aber wirklich Wasser. Ja, nur nochmal, um es gezeigt zu haben. Das Wasser. Hey, da kann ich ja Werbung machen. Müsste ich aber eigentlich meinen Link dann posten. Ich bin seit August bin ich am Abnehmen. Also hauptsächlich darüber, dass ich mir auf Wasser umgestellt habe und bin seit August 15 Kilogramm runter. Insofern kann ich jedem nur empfehlen, steigt auf Wasser um tagsüber. Abends trinke ich mein Bierchen und mein Rum. Aber tagsüber jetzt nur noch Wasser. Und dann mache ich halt Waterdrop, nennt sich das. Waterdrop.de. Und ja, insofern. So, Holger, um das noch kurz weiter zu sagen, das kann ich gerne wirklich nochmal im privaten Stream machen, weil ich durfte Roger Taylor persönlich kennenlernen. Der kannte mich auch mit dem Namen tatsächlich. Und Brian May habe ich auch mal beim Soundcheck auf der Bühne getroffen. Da habe ich ein bisschen rumgetrickst, um da hinzukommen. Habe auch ein Plektrum von ihm. In meinem Flur vorne hängen auch ganz viele Plektren und Drumsticks und sowas von allen Leuten, die ich mal getroffen oder gesammelt, getroffen oder gefangen habe. Ich habe einen Eddie Van Halen Gitarrenpick. Ich habe Gitarrenseiten von Ernie C. von Buddy Count. Ein Gitarrenplektrum von James Hetfield. All so eine Späße. Also halt alles irgendwo gefangen und oder bekommen. Ich kannte früher ein paar Jungs, die haben so ein Musikmagazin gemacht für Fernsehen aus Berlin. Ist ein Fernsehsender mal gewesen, FAB. Die gibt es inzwischen aber nicht mehr. Also die machen immer noch was, aber nicht mehr das. So, jetzt gucken wir mal, was hier weiter, ich hier weiter erzähle und tausend Fragen offen sind. Der Influencer Vectix hat auch euer Stuhl. Vielleicht meine Vectix-Edition. Vectix kenne ich nicht. Warte, ja, da gucke ich jetzt. Vectix. Habe ich echt noch nicht gehört. Was macht er? Hat ja vorhin schon selber gepostet. Ich vermute mal, du bist ein Kumpel oder auch wirklich Jo, Leute, und ein damit hast du. Vectix. 367 Abonnenten. Aber hey, hoffentlich steigend. 5.900 Aufrufe fürs Video ist nicht schlecht. Das vom 3.8. Das ist schon mal nicht so kaputt. Also kann man sich nicht beschweren. Und ein Backforce. Thumbs up. Sehr cool. Komm, poste mal deinen Link. Komm, das mache ich selber sogar. Hier kopieren. Zack. Jetzt versuchen sie wieder schneller zu sein. Aber ihr habt die Verzögerung. Das wäre Vectix. Ich finde es ja immer gut und deswegen ist auch einer der Gründe, warum wir Instagram-Stories reposten, ja, oder Twitter-Geschichten retweeten. Einfach, weil wir das cool finden. Und jeder noch so kleine Influencer ist cool. Also bleibt dran, macht es und immer größer machen. Immer größer machen. Poishui, bist du der Freund, die Freundin, der Bruder, die Schwester? Was bist du? Sollte man Queen kennen. Ey. Auch nice try. Ey. Ach, du kennst leider nur noch Sachen aus der Dose, wo du denkst, die spielen wirklich Musik. Ja. Hey Paul, Jeff, tausend Dank, freut mich. Beruflich sogar Musiker, das finde ich auch geil, Holger. Aber schwer im Moment, würde ich sagen. Ne? Hab auch einen Kumpel, der macht Musik. Der macht hier, der ist der Kompagnon von Jay Kahn, macht aber mehr Rap und so ein Kram. Und die haben zusammen ein Studio. Aber ja. Okay, mit Jay Kahn bin ich jetzt nicht ganz weit vorne, ist wahrscheinlich. Ne? Aber. Machen halt alle Musik, ne? Und der weiß halt, womit er Geld verdient. Nicht so schlecht. So, not affiliated, ja. Ey, Kiku, warte, das Geile ist ja, das muss ich Kiku jetzt sagen, warte, pass auf.
Das Problem hatte ich auch mit dem Geschmack. Ich brauche auch Geschmack. Und das ist genau der Grund, warum ich das mache. Das ist hier. Es ist jetzt Werbung. Ich krieg nichts dafür, ja? Nur mal gesagt haben. Waterdrop. Die bieten, da hast du so eine Drops. Und ein so ein Drop geht auf einen halben Liter Wasser. Und den löst du auf und dann hast du Geschmack. Da gibt es 10, 12 verschiedene Sorten. Geh mal auf waterdrop.de. Und da hast du den ganzen Kram. Ist total geil. Also ich finde es total gut. Nee, tagsüber keine Flasche rum mehr. Ich versuche das tagsüber zu vermeiden inzwischen. Hatte negative Auswirkungen. Nee, Spaß. Aber ich habe da eine ganz schöne Auswahl stehen. Ist ja immer ein bisschen schwierig, das auf YouTube zu zeigen. Wobei ich glaube, zeigen dürfte man die Flaschen tatsächlich. Und man darf halt bloß nicht trinken, wenn ich mich nicht ganz arg täusche. So. Meine Rechnung Samstag bekommen. Wenn du Samstag bekommen hast, wo der Versand, Philipp? Dann ist er Samstag hingestellt worden zum Abholen durch den Lieferservice. Das heißt, der wurde heute, ist wahrscheinlich abgeholt. Kannst du morgen, vielleicht übermorgen, weiß ich nicht. Jeff, wir benutzen meistens halt copyright-freie Musik und nutzen halt die entsprechenden Services, die es da gibt, wo du dir halt eine Lizenz dann für 20 € oder sowas holst. Das ist halt das, was wir meistens machen. Wenn du das so supported haben willst, dass wir dich irgendwo da und du was hast, dann können wir das gerne nutzen, ne? Aber wir würden jetzt halt nicht extra in Auftrag geben und weil dafür machen wir auch zu wenig in der Richtung bislang, ne? Das kann ich dir aber auch für meinen privaten Kanal anbieten. Da gibt es einige Videos, die haben ganz gute Aufrufe und ich hoffe, ich komme wieder dahin. Aber dann einfach an Marketing at Backforce.gg. So, was ist lange her? Das habe ich nicht mitbekommen. Egal. Also hier, Kalikiko, wirklich. Da kannst du, die gibt es auch, die haben diverse Shops. Da kannst du hingehen, dann kannst du probieren. Ja, falls du erstmal probieren möchtest. Aber ich finde das total gut, das Zeug. Ja, insofern total gut. Also, nochmal zusammengefasst. Wir sind so, gelb und grün haben keine Lieferprobleme aktuell. Big ist irgendwas bei Ende Februar aktuell vom Versand her. Alle anderen Editionen sind so irgendwo Mitte März aktuell. Was danach kommt, wird halt nach und nach jetzt beliefert, aber Corona-Fälle in der Schäumerei. Deswegen wird im Moment weniger produziert, als wir eigentlich wollen und als geplant war. Wir holen aber weiterhin auf. Ja? Die Shirts kommen, Noel. Hier, wenn du, erkennst du noch gar nicht. Also das hier ist eins. Das kommt. Das haben wir. Schon dann kommt das noch. Und was habe ich hier? Ne, das ist nur normales. Aber es kommen noch hier da hinten die Basecap gibt es zum Beispiel auch. Gibt es auch noch in Rot. Die kommt noch. Hoodie, ein Sweater, sowas kommt noch. Also die kommen tatsächlich, habe ich vorhin auch gesagt, ey Marco, Alter, schick mir deine Größe, Marco. Sagst mir welches. Wir warten gerade nur noch auf die Zusage von den Models. Wir hoffen, dass wir das bis Mitte April geshootet haben, weil wir brauchen Bilder. Die Produkte sind schon da. Wir haben die alle schon liegen und versandfertig, alle schon in Folie eingepackt. Ne? Wir könnten sofort loslegen, aber wir warten. Und es gibt dann noch Shirts, die finde ich fast geiler. Ich habe die jetzt leider nicht hier unten, sonst würde ich es euch. Oh, warte. Haha. Ein Hoodie kann ich euch zeigen. Der ist aber relativ langweilig. Bei den, wir haben noch so Shirts mit Sprüchen. Da steht dann My Name Is drauf. Und dann hast du hier den aufgedruckten Backforce-Patch. Und hier hast du dieses Velcro. Und das haben wir hier drauf, sodass man sich dort auch seinen Patch drauf machen könnte. Muss man nicht machen, ist natürlich totaler Unfug, ja? Aber hey, muss man ja nicht drauf haben. So. Fix den Hoodie. Ist einfach nur schwarzer Hoodie.
mit Backforce-Logo. Sehr, sehr gute Qualität. Stanley und Stella, wenn es irgendjemand was sagt. Organic und absolut Premium. Genau wie alle Shirts. Ja, das T-Shirt hier wurde inzwischen 5-mal gewaschen. Wie man sieht nichts. Hinten auch nochmal. Ne? Das T-Shirt hier gibt es in Blau und Rot übrigens. Mal weiter gucken. Wenn man den Stuhl zu oft auf- und abbaut, was meinst du genau? Also nee, eigentlich nicht. Also du darfst halt nur nicht, du darfst das Gewinde nicht kaputt machen, ne? Also wenn du zu viel Druck drauf gibst, kannst halt nicht damit, was weiß ich, wie viel Newton draufhauen und dann machst du das Gewinde kaputt. Dann ist das Gewinde halt kaputt, brauche ich nicht erklären. Aber sonst gibt es keine Probleme beim Auf- und Abbauen. Das ist eigentlich egal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du es 100 Mal machen solltest, aber du willst höchstwahrscheinlich umziehen, aber das ist nicht das Thema. Kurze Info, kauft keine Filme mehr auf YouTube, die spielen. Ja, Second Try User, das ist guter Hinweis, aber verstehe nicht, was der hier sucht bei uns. Aber ja. Knaller. Noel. Wir werden übrigens Shirts und Merch gibt es auch im Jahresgewinnspiel zu gewinnen. Ja, guckt mal rein. Ist diesen Monat ist, glaube ich, der Hoodie. Der Graue, ich bin der Meinung, der Graue, den haben wir drin. Ne? Also da muss man Trackmania eine Runde drehen auf der Lieblingsmap von Massa. Und du musst natürlich nicht gegen Massa gewinnen, sondern einfach nur die beste Runde machen. Und dann kriegst du den Hoodie. Insofern geht drauf. Wir machen auch super faire Preise, Noel. Das hier ist übrigens LXL, FlexFit, ist aber hier so fest, ne? Nicht One Size Fits All. Sonst hätten wir das hier vorne nicht bekommen mit diesem Gesteppten, was wir halt haben wollten. Aber mir stehen keine Caps. Ist furchtbar. Nee. Da komme ich nicht mal als Baseballtrainer. Wobei mit der Brille kennt jemand die Indianer von Cleveland. Das ist ja eigentlich Wildfinger. Charlie Sheen. In einer geilen Rolle. So. T-Shirts 14,90 € für eine wirklich super Qualität. Hoodies 29,90 €, 34,90 €, 39,90 €, ich weiß es nicht mehr. Aber richtig gute. Gleich mal gucken. Nee. Hat zumindest noch nicht geschrieben, der Marco. Auch vielen Dank, Living Legend. Das ist echt nett. Ich mache das tatsächlich auch gerne, weil ich kann auch die Nachrichten, die wir teilweise bekommen, egal ob auf Social Media oder in E-Mails, die kann ich echt nachvollziehen, wenn Leute auf ihren bestellten Stuhl warten. Ne? Und natürlich, wenn man auch Vorkasse gezahlt hat, dann will man natürlich auch möglichst schnell seine Ware haben. Und das ich wäre selber nicht anders. Ich bin nicht anders. Ich nerv auch alle. Nee, Spaß. Ja, jetzt hier. Marco, Gamingstuhl.de, Alter. Jetzt muss ich wegen dir, muss ich die Benachrichtigungen ausmachen. Ja. Zack, aus. Ja, jetzt blinkt es nicht mehr, wenn du mir auf WhatsApp schreibst. Nee. Das ist das, was mich auch gerade an dieser Situation mit Corona und dem OnePlus so stört. Wir haben halt tatsächlich nicht mit dem Ansturm gerechnet, konnten dadurch nicht schnell genug liefern und versuchen jetzt alles aufzuholen, ne? Und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Wir haben inzwischen 24 Stunden Schichtbetrieb, so nach dem Motto, einfach um Bestellungen abzuarbeiten. Und das ist natürlich echt fies, dass wir es einfach nicht runterkriegen. Ich habe mir ein paar schöne Messer gekauft. Ich koche sehr gerne. Jeder, der meine Nummer hat oder meine Social Media Kanäle verfolgt, die privaten, der sieht öfter mal so Barbecue-Sachen oder selbstgemachte Nudeln und all so eine Späße. Und oder ein Chili, halt Sachen, die man so isst. Ne? Und da habe ich mir ein Messer bestellt. Gute. Und ich habe so lange gewartet.
Ich war so, schickt mir meine Scheißmesser, ich habe schon bezahlt. Ja. Und das war noch schlimmer, das war richtig mit Vorkasse Überweisung so, ne? Und ist halt ein Messer. Also das ist halt ein Hersteller von Messern und die haben da nichts gemacht. Naja. Aber jetzt habe ich sie. Bin sehr glücklich. Ich bin sowieso, ich kaufe viel zu viel und habe auch viele Sachen, wo ich halt echt dann lange drauf warte. Und das nervt. So, jetzt nochmal kurz. Zum privaten Kanal. Ich muss ein bisschen Eigenwerbung machen. Verzeiht es mir. Also die Dinger hier. Die werden geöffnet. Höchstwahrscheinlich Anfang April schon. Mit dem Lenz zusammen. Ja, da kommt der Lenz bei mir vorbei und dann hauen wir uns vorher schönes Steak auf den Grill. Schlemmen ein bisschen und dann sitzt mal jemand neben mir, der genauso groß ist wie ich. Das wird ganz witzig und zweite Kamera ist auch schon da und eingerichtet. Eine M50. Die habe ich auch schon ewig. Und dann geht es auch los mit Videos, wie ich meinen PC umbaue, wie ich ihn einbaue. Dann machen wir ein bisschen Talk halt über meine ganzen Musikgeschichten. Ne? Also, weil ihr seht ja schon, was ich da an Schallplatten habe. Da geht es da drüben noch weiter. Aber ich habe halt nie aufgehört, Schallplatten zu hören. Na, nicht nur, weil es jetzt wieder hip ist, aber ich habe schon immer Schallplatten gehabt. Und kreuz und quer. Also ihr findet bei mir so Sachen von Eminem bis hin zu da oben. Seht ihr gerade Mika, Queen, Metallica, Slipknot, Van Halen, all so eine Sachen. Da unten sieht man auch, ups, da dieses, warte mal, ich muss meinen Finger koordinieren. Kriege meinen Finger nicht koordiniert. Da, das farbige, das ist Muse. Ja, da haben wir noch Midnight Oil, Body Count, ne? All solche Sachen, also kreuz und quer. Insofern. Weiter gucken. März Challenge, die vier Schrauben an der Sitzfläche nachgezogen, quietschen, tut nichts mehr, nur noch ein Knarzen aus Richtung Rückenlehne. Schon mal danke für den Tipp. Smokey, sehr schön. Das freut mich schon mal. Also dieses Nachziehen ist wirklich wichtig tatsächlich, ne? Weil sonst hast du da, wenn du da Spiel drin hast, dann kommt das natürlich. Knarzen, weiß ich nicht genau, was du meinst. Ich lehne mich mal bei mir an, ob ich was höre. Ja, ich höre ein ganz, ganz leises bei mir. Ich würde fast sagen, dass der Mechanik geschuldet, hängt ein bisschen davon ab, wie stark es bei dir ist. Wenn es dich nicht stört, du hast trotzdem volle Garantie, 10 Jahre eh auf Mechanik, ist gar kein Thema, ne? Dann haben wir es jetzt gelöst. Ansonsten meldest du dich im Service. Ne? Die Preise für die Caps, ich glaube 29,90. Warte, ich kann kurz aufrufen. Sekunde. Ich muss zweite Tastatur holen. Ich sag euch die kompletten Preise. Sekunde, ich mache kurz meinen Arbeitsrechner auf. Ich gucke mal kurz, was ich sonst noch so für Fragen beantworten kann. Klar, vom Kauf zurücktreten innerhalb von 14 Tagen geht. Gar kein Thema. Privatchannel, ups, da hat Paul schon. Danke, Moritz. So, gucken wir mal. Bam, bam, bam. Jo, da haben wir Merch. Ich könnte auch Bilder, aber Bilder bringen euch ja jetzt nicht so viel. Warte mal. Gebt mir eine Sekunde. Ich will jetzt nicht die falschen Preise sagen. So, da ist es. Genau. So, also. Diese T-Shirts, nee, alle T-Shirts, wirklich alle T-Shirts, die wird es von Größe XS bis dreifach XL geben und die werden jeweils 14,90 € kosten. Ja, das heißt beidseitiger Druck, hochwertiges Shirt, Organic von Stanley und Stella, das ist bessere Qualität als zum Beispiel B und C oder ja, Fruit of the Loom gar nicht von zu reden, ne? Aber Stanley und Stella ist wirklich höher angesehen von der Qualität her. Das ist so vergleichbar mit dem, was ihr halt bei den großen Sportartikelherstellern bekommt als T-Shirt-Qualität. 14,90 €. Versand halt dazu, ne? 5 Euro.
Der schwarze Zip-Hoodie 39,90. Der graue Hoodie auch 39,90. Auch alles von XS bis 3xXL. Die Basecaps 24,90. Die gibt es in Rot, Weiß und Blau. Allerdings nur in dieser LXL-Größe. Also, weil wir glauben halt, dass das geht eigentlich für alle. Also, kleiner müssten wir dann mal gucken. Genau, und dann kommt noch ein Special, was aber erst mit dem Europastart kommt. Und die T-Shirts, da gibt es halt diese hier mit dem Logo hier in der Mitte, Rücken, diese Struktur, die wir im Rücken haben, in Rot und Blau. Und dann gibt es dieses große hier mit Back Force One. Wo haben wir es? Das hier. Da ist bloß das Logo, das ist auf den Rücken gewandert. Das hier ist noch das absolute Muster, was mir ein Kumpel mal gemacht hat. Das Logo ist dann hier hinten im Nacken. Und dann kommen noch die drei T-Shirts: My Name Is, Say My Name und Who Are You? Und da dann mit der Möglichkeit, Patch hier zu befestigen. Das sind die, die alle kommen. So, ich schalte mal wieder zurück, dass ich auch wieder mich selber sehe. Haare versaut, ja, Haare versaut. Super. Optimal. Woher der Ansturm kommt? Also das hört sich jetzt furchtbar doof an, höchstwahrscheinlich von einem Hersteller. Aber es gibt keinen Hersteller, der die Features, die wir liefern, zu dem Preis liefert, den wir machen. Der nächste Konkurrent, der 5D-Armlehne, Lordose, Sitztiefe, Sitzneige hat, und das noch nicht mal alles, liegt, glaube ich, aktuell bei 700, 750, irgendwie so. Das heißt 100 € nochmal teurer als der OnePlus in der Grundausstattung. Dann die ganzen Generic-Stühle, die alle aus den gleichen Fabriken kommen, die haben ja überhaupt nicht diese Features. So gar nicht ansatzweise. Also Lordose oder überhaupt eine Ergonomie rein schon vom Grundmodell her. Ne? Wir machen Made in Germany mit 10 Jahren Garantie. Und ich denke, sind so die Hauptgründe, dass die Leute sagen, überleg dir mal, du hast einen Stuhl, der nur 2 Jahre hält oder einen Stuhl, der 3 Jahre Garantie hat. Die wissen, warum sie die Garantie nur so kurz geben. Ja, die Materialien, die scheuern durch. Einfach mal suchen nach Material, Gaming-Stuhl durchgescheuert. Was du da für Bilder siehst, ist teilweise Hardcore. Ne? Und wir geben die 10 Jahre Garantie bei privater Nutzung auch komplett aufs Material. Das heißt, da scheuert nichts durch. Das Material kostet halt einfach. Ne? Die Herstellung in Deutschland. Und deswegen ist das am Ende tatsächlich ein super fairer Preis. Aber die anderen deutschen Hersteller beispielsweise, ne, die machen halt alle, die haben das Problem, die sind nicht schlecht. Also bin ich ganz offen. Die anderen deutschen Hersteller, die es gibt und teilweise auch die, die aus China kommen, die machen teilweise ein gutes Produkt zum Preis, der okay ist. Aber wenn du halt über Reseller gehst, wollen die immer noch Geld verdienen. Oder wenn du selber nicht der Hersteller bist und von jemandem herstellen lässt. Na, das Problem haben auch viele. Um nicht zu sagen, alle außer uns. Und das ist ja ganz logisch. Überleg dir selber, wenn ein Hersteller will Prozent X verdienen. Und jetzt kommt noch ein Händler dazwischen, also ein Großhändler und dann noch ein Händler. Der Großhändler will Prozent Y verdienen und der Händler will auch nochmal Prozent Z verdienen. Ist, denke ich, ganz logisch, warum wir für den Preis ja relativ konkurrenzlos sind. Und das ist, denke ich, ziemlich cool für die Leute, dass wir relativ viele Features zu einem eigentlich fairen Preis bieten, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal sehr teuer erscheint. Aber alleine, nimm mal die 399, die ein Generic-Stuhl kostet mit 3 Jahren Garantie oder 2 Jahre Garantie und dann nimm mal einen Back Force One für 499, der 10 Jahre garantiert. Jetzt teilen wir mal den Betrag durch die Jahre. Gott, sind wir günstig, wir müssen teurer werden. Gerade wenn die Chinesen jetzt alle ihre Preise erhöhen müssen, weil die Containerkosten so gestiegen sind. Ja, da können wir ja gleich einfach mal um 50 € den Preis anheben, weil, also dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn die gleich teuer sind, wie Leute noch Stühle aus China kaufen können. Es sei denn, das ist eine Edition und sie sind halt Riesenfan von einem Spiel oder so. So. Ja, von Unge.
Kann ich mir auch gut vorstellen, aber Unge wollte halt nicht. Feig, nee, wir haben keinen Termin gesagt. Wir sagen auch keinen Termin, wann neue Designs kommen. Wenn sie kommen, kommen sie. Kiko, Alter, du willst jetzt rumschleimen, oder? Nur um deine Lila-Edition zu haben. Cap. Nee, Cap, Snapback. Ich kenne die Unterschiede nicht. Was ist Cap? Was ist Snapback? Ich halte mal hin. Also ist Flexfit. Aber ich habe keine Ahnung. Kann irgendjemand sicher beantworten? Körperbetont aus oder weit aus? Wenn du XXL trägst und Oversize magst, dann würde ich dreifach XL nehmen. Ich trage jetzt hier ein XL, bin aber 2,1 Meter. Pass auf, ich stelle mich hin. Das ist eine XL. Ich habe aber auch schon überlegt, ob mir XXL nicht besser passen würde. Ich glaube, Philipp will dann gleich meine XL-Shirts haben. Die kriegt er dann auch. So, weiter. Klasse, Jeff. Ich freue mich. Tausend Dank. Und für dich übrigens, Jeff, als Musiker ist die Mörderfunktion, ich hoffe, das weißt du schon, aber das Wegklappen der Armlehnen, ne? Weil, hey, jeder Gitarrist, jeder. Und nein, ich spiele euch jetzt nichts vor. Aber jetzt setzt euch mal so hin. Ihr habt immer hier das Problem mit den Armlehnen. Ja? Und einfach beide weg. Und schön habt ihr die Arme frei. Total geil. So. Optimal. Mein Rank in CSGO, Johannes, den kennst du doch. Den willst du jetzt bloß laut hier verkündet haben. Ich glaube, im Moment bin ich aber Gold Nova 3. Warte mal. I check. Du hast doch mein Profil. Du weißt doch ganz genau, welchen Rank ich habe. Sekunde. Sieht man den hier gar nicht? Das ist ja voll doof. Sieht man den auf dem normalen Profil gar nicht? Das ist ja komisch. Da sehe ich ziemlich viele geile Knives. Eine Blue Phosphor M4. Gerade gezogen. Die Blue Phosphor habe ich tatsächlich bekommen als Mission. Für die Mission, ja. Ziemlich nice. Warte mal, ich mache mal kurz auf, dann sehe ich es. Ich habe Desktop-Audio inzwischen schon gemutet. Das ist ja komisch. Das wird echt nicht geschrieben, ja. Ich glaube, Gold Nova 3 bin ich im Moment. Bin letztens mal wieder aufgestiegen. Ich muss häufiger spielen. Aber da haben wir auch eine ziemlich coole Aktion schon geplant. Werdet ihr dann sehen. Erstmal machen wir jetzt unser Jahresgewinnspiel. Und das kann man auch immer wieder nur betonen, ja? Das Jahresgewinnspiel. Ihr bekommt einen Stuhl, einen OnePlus. Und ihr bekommt vor allen Dingen eine Tour in unserer Factory. Ja, Gold Nova 3. Gerade gesehen, Gold Nova 3. Zack. Und schlechte Sticker bekommen. Ihr bekommt echt eine Tour durch unsere Factory. Und das ist mal mega. Also ihr könnt euch wirklich die komplette Produktion angucken. Das kann sonst keiner. Hier der Marco, der hier im Gamingstuhl.de, der hier drin war im Chat, der hat ja, das Video haben wir vorhin ja gepostet. Und das ist natürlich total geil. So, weiter gucken. Warum wurden die Preise erhöht? Wir haben keine Preise erhöht. LNG. Das war ein Scherz vorhin, weil die Chinesen müssen demnächst alle erhöhen wegen der gestiegenen Transportkosten. Nicht nur wegen Suezkanal. Die Containerpreise, ist kein Scherz, sind so von knapp 3.000 Dollar für einen 40-Fuß-Container hochgegangen auf fast 15.000 US-Dollar. Und wenn du in einen Container 300 Stühle reinbekommst, kannst du dir ausrechnen, bei 12.000 Dollar mehr geteilt durch 300, hey, 40 Dollar mal mehr. Schon bitter. Also wir erhöhen nicht die Preise. Wir im Moment, wir haben ein bisschen mit den Rohstoffpreisen sind wir am Kämpfen, mit dem Einkaufen. Also alles, Stahl, Aluminium, wir haben ja das Aluminium-Fußkreuz, ne? Auch die Kunstleder,
Alles wird teurer im Moment, aber wir wollen den Preis gerne halten. Wir sind am Diskutieren und müssen wirklich mit dem Einkauf gucken, dass wir das hinbekommen, aber wir wollen nicht erhöhen. So. Perfekt, Holger. Genau, also gibt auch schon einige Musiker, die sie von mir haben oder sich geholt haben. Und das passt. Genau. Das wegklappende Armlehne ist genial. Feig, nee, kannst du problemlos bestellen. Im Moment passiert nichts. Also es kommen neue Editionen, ist was anderes, aber die kommen früh, also vielleicht noch im ersten Halbjahr kommen vielleicht noch zwei neue Varianten. Ja. Eine wird aber nur was für Fans sein, sage ich mal, von einem Team. Und der zweite, das habe ich vorhin schon verraten, im Grunde genommen, der wird sehr dunkel werden. Ne? Nach Hamburg, sobald Corona vorbei ist. wenn du kannst mal anfragen im Hamburger Ding, die haben, das ist egal, wie viel du kaufen willst. Das ist wurscht, das macht keinen Unterschied daran, ob wir nach Hamburg können oder nicht. Wir wollen nach Hamburg, aber das Problem ist ja mehr Corona und das nicht offen ist. Also im Hamburger Ding, die Jungs, die sitzen alle auf Backforce, aber die haben im Moment noch zu, das Internetcafé, was da ist, also das Bootcamp. Und mit den Jungs will ich mich auch die ganze Zeit schon treffen, aber geht ja alles nicht aktuell. Insofern im Hamburger Ding. Also wenn du der Hamburger Michel bist, dann solltest du das Hamburger Ding kennen. Sonst einfach mal Google anschmeißen. Ja, optimal, Gravix. Gerade einen Anruf bekommen. Das ist doch schick. Viel Spaß damit schon mal. Ja, also, Hagane, auch für dich. Moin, moin. Ich darf mir das erlauben. Bin so oft in Hamburg, dann haben wir den Spruch erlauben. Nicht nee, Spaß. Ist ja nicht ganz ernst gemeint. Aber Tastatur mal weg. Also um die Frage von Herr Garne auch zu beantworten. Also wir haben ja, als wir gestartet sind, da hat ja wirklich 5 Monate später kam ja Corona. Wir haben ja im September 2019 haben wir angefangen. Und dann war ja Ende Februar, Anfang März 2020 kam ja dann Corona. Und das hat einfach alles gestoppt, weil wir haben ja keine Kooperationspartner mehr haben können, wo die Leute bedenkenlos dann hin können, um zu testen. Ne? Und wir haben jetzt gerade einen Plan, wir suchen jetzt gerade, sind mit ein paar Leuten schon am Quatschen und dann kommt es nach und nach. Also das wird auch für Tirol, für Österreich, für die Schweiz, sobald wir in die Schweiz liefern. Und so wird das weitergehen. Das Gleiche wird dann auch mit den anderen europäischen Ländern passieren, wo wir hinverkaufen wollen. Wir wollen nach Frankreich, wir wollen nach Spanien, wir wollen nach Italien, nach Großbritannien. Aber dafür muss erstmal der Rückstau erledigt sein. Also wir müssen halt glatt sein mit den OnePlus, ne? Wir wollen halt nicht nach Europa öffnen und dann kommen mehr Bestellungen und wir können nicht liefern. Das ist ja fatal. Da machen wir uns keine Freunde mit. Und deswegen mache ich ja auch diese. Deswegen mache ich ja auch diese Streams hier, um euch auch ein besseres Gefühl zu geben, dass ihr hier nicht hängen gelassen werdet. Philipp, hat eben einer gesagt, einer hat gerade einen Anruf bekommen, hier der Gravix, 6 Kommentare vor dir, der hat gerade einen Anruf bekommen. Ansonsten bekommst du eine Rechnung zugeschickt und wenn die Rechnung raus ist, dann ist der raus. Ne? Und dann, ja, kommen sie. Hängt leider vom Versanddienstleister ab. Insofern, ja. So, das nächste Mal, der nächste Stream versprochen, mit einem Mehrwert für alle. Den nächsten Stream machen wir wirklich, wie stelle ich den Stuhl richtig ein? Da werde ich dann auch den OnePlus hier haben. Ich hatte eigentlich gehofft, den kann ich schon in die Mist. Ich wollte den eigentlich ins Musterlager stellen. Mist, jetzt muss ich den doch hier mit herholen. Egal, mache ich für euch. Dann stellen wir die beiden Stühle ein. Ja, dann habe ich sie beide. Morgen wird das Aufbauvideo gedreht. Unsere Fotos vom Merch werden gemacht. Alles kommt in den Shop. Klarna kommt rein, Rechnung kommt rein. Und dann öffnen wir auch nach Europa so schnell wie möglich.
Und das alles noch in der ersten Jahreshälfte. Zwei neue Editions, sowohl als One als auch als OnePlus. Und ja, dann ist schön. Ne? Insofern. Wenn keine weiteren Fragen sind, Leute, und über Musik und Co. quatschen wir dann auf meinem privaten Kanal. Dann erzähle ich euch auch gerne mal die ganzen Geschichten, wie ich Roger Taylor und Brian May von Queen kennengelernt und mit denen gequatscht habe. Warum ich mit Rammstein schon Karaoke gemacht habe. Was die Sportfreunde Stiller gesungen haben. Was King Ralph gesungen hat. All so eine Dinger. Oder wie Knorkator beim Gesangswettbewerb bei mir abgeschnitten hat. All solche Geschichten können wir dann machen. Insofern passt das. Ich wünsche euch allen was und danke für die entspannte Stunde. Ich schneide jetzt vorne und hinten nur noch kurz den Ton weg und dann geht das Ganze online, sodass auch jeder, der sich das angucken kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao!